Und es sind viele Fragen jetzt aufgeworfen worden. Hier ist der virologische Sachverstand in Form von Professor Helga Rübsamen-Schäff. Schön, dass Sie da sind, Virologin und Medikamentenforscherin. Frau Rübsamen-Schäff, also es ist überall zu hören, die Omikron-Wand, sagen die. Es ist eine extreme Zunahme an Neuinfektionen. Wir haben 80.000. Frankreich hat heute 368.000 Infizierte an einem Tag registriert. Die Inzidenz bei knapp 3.000. Ist das unausweichlich, dass wir diese Zahlen auch in Deutschland haben werden? Also ich fürchte, wir können dem nicht ausweichen. Omikron ist nun mal die ansteckendste Variante, die wir bisher bei Corona gesehen haben. Das hat sich ja schon gezeigt, wie schnell ab November sich diese Infektion in Südafrika ausgebreitet hat. Es stimmt zwar auch, dass weniger Menschen schwer erkranken. Und dennoch, selbst wenn die Hälfte nicht so schwer erkrankt, wie wir es bei anderen Varianten erwarten können, hat Lauterbach absolut recht, dass wir uns trotzdem sehr Sorgen machen müssen. Denn wenn die Kurve der Infizierten so steil steigt, landen trotzdem wieder so viele Menschen im Krankenhaus. Und wenn Sie sich die aktuellen Zahlen anschauen, in Frankreich beispielsweise, die haben 300 Tote am Tag. Wir haben 300 Tote am Tag. Das heißt, das ist nicht ein harmloses Geschehen, was da im Moment läuft. 300 Tote. Die WHO sagt, jeder zweite Europäer wird sich bis Ende März infiziert haben. Der US-Virologe Fauci sagt, Omikron wird letztlich fast jeden finden. Sehen Sie das auch so? Rechnen Sie damit, dass Sie das bekommen? Man kann es nicht ausschließen. Ich glaube, selbst wenn man, wie ich, geboostert ist, kann man nicht ausschließen, dass man infiziert wird. Wir haben jetzt so viele Fälle gesehen von Impfdurchbrüchen, wo eben auch eine Boosterung, haben auch eben Beispiele gehört, nicht ausgereicht hat, sich zu infizieren. Ich glaube, was ganz wichtig ist, zu sagen, was immer noch funktioniert, ist der Schutz vor schwerer Krankheit. Das sehen wir ja an den Krankenhausaufnahmen, dass eben die überwiegende Zahl, die in die Krankenhäuser geht mit Omikron, das sind eben nicht Geimpfte. Man hat auch einen gewissen Anteil von Geimpften, die mit Omikron im Krankenhaus liegen, aber es ist der kleinere Teil. Und deswegen muss man schon sagen, der Schutz vor der schweren Krankheit ist da, aber ein Schutz vor der Epidemie oder um die Epidemie in den Griff zu kriegen, dafür kann man gegen Omikron nicht impfen. Zumindest nicht mit den jetzigen Impfstoffen. Der Wissensstand verändert sich ja gerade wieder sehr schnell von Tag zu Tag. Es hieß immer, es sind nicht so viele schwere Verläufe. Woran liegt das oder könnte das liegen, wenn sich das erhärtet? Was unterscheidet Omikron von Delta vor allem? Also da gibt es sehr gute Daten aus dem Labor. Und die haben gezeigt, dass Omikron sich überwiegend in den Zellen des oberen Atmungstraktes, also Rachenraum sozusagen, gut vermehrt, während es sich schlechter in den Zellen der Lunge vermehrt. Und das könnte ja auch dann Sinn machen, wenn man sagt, ich bin dann halt sehr infektiös aus dem Rachenraum heraus, weil gerade da wächst mein Virus sehr gut. Aber die Lunge ist eben nicht so stark betroffen wie bei anderen Varianten. Also das könnte eine virologische Erklärung sein. Warum sollte ein Virus sich so verändern? Oder was ist das Erfolgsrezept dann für das Virus, dass es sich in diese Richtung verändert? Ich glaube, wir müssen das so sehen, dass das Virus ja keinen Kopf hat, ja? Sondern das sind Zufallsereignisse der Natur. Hier hat eben das Virus seine äußere Hülle so verwandelt, dass es schneller und leichter in bestimmte Zellen hinein kann und sich darin auch besser vermehren kann. Und wir haben das Ergebnis, dass das Virus ansteckender ist. Offensichtlich hat es aber dafür auch bezahlt, wenn man das mal so menschlich sagen darf, dass es eben nicht mehr so pathogen ist. Ne? Also wenn man sagt, es ist harmloser, ich habe jetzt vielfach gelesen, also auch in Gruppen oder in dem, was man davon hört, da gibt es Leute, die sagen, dann infiziere ich mich lieber jetzt mit dieser Variante, die scheint ja harmlos zu sein und dann habe ich das endlich hinter mir. Also das halte ich für überhaupt keine gute Idee, denn auch bei dieser Variante wissen wir, gibt es schwere Krankheiten, gibt es Todesfälle, speziell wenn Leute Vorerkrankungen haben. Und wenn ich mich jetzt selber infiziere, bewusst, ja, dann gefährde ich ja auch andere um mich herum, denn dann bin ich ja infektiös. Und wie gesagt, ein Omikron-Infizierter, der ist hochinfektiös. Also das halte ich für absolut keine gute Idee. Was weiß man über Long-Covid bei Omikron-Infizierten? Dazu sind, glaube ich, die Beobachtungen noch zu kurz. Wir reden ja über den November, also da gibt es wenig Daten. Was Kinder betrifft, gibt es Daten aus Südafrika. Die hatten mehr kleine Kinder in den Krankenhäusern. Da wurde aber gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben insgesamt eine stärkere Infektion haben, die durch die Bevölkerung geht und deswegen auch mehr kleinere Kinder betroffen sind. Und die sind nicht schwerer erkrankt? Dafür gibt es keinen Hinweis, nein. Wenn das so ist, wie Sie jetzt sagen, also es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, es ist hochinfektiös, möglicherweise aber führt es nicht zu viel schwereren Erkrankungen. Die Spanier gucken sich das gerade an und diskutieren jetzt gerade, ob sie aufgrund dieser Sachlage überlegen, aus Covid oder aus Corona eine ähnliche Handlungsweise, was die Maßnahmen angeht,
wie die Grippe zu machen. Ist das ein Weg, den man gehen kann? Also ich glaube schon, dass wir eines Tages da landen werden, dass wir periodisch gegen Corona impfen werden, um eben vor allen Dingen die gefährdetsten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche Maßnahmen lockern sollte. Wenn Sie sich Israel angucken, die haben zwar gesagt, noch schärfere Maßnahmen zu ergreifen, bringt bei so einem ansteckenden Virus wahrscheinlich gar nicht so viel. Die haben sofort begonnen, ein viertes Mal zu impfen. Und zwar alle über 60, immungeschwächte Menschen, alle, die mit alten Menschen oder mit kranken Menschen zu tun haben, als Krankenschwestern, Ärzte etc. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, die haben erst Anfang Januar angefangen, sind noch kurz. Aber es wurde gut vertragen, diese vierte Impfung, in den Personen, die es bekommen haben. Und man hat einen fünffachen Anstieg der Antikörper gesehen. Was immerhin schon etwas ist. Also das ist genau die andere Antwort zu sagen. Jetzt noch weitere Maßnahmen ergreifen, ist vielleicht nicht das Sinnvollste, sondern es ist wesentlich wichtiger, dass wir die vulnerablen Bevölkerungsgruppen schützen. Es gibt manche Menschen, die sagen, das ist jetzt unsere Exit-Welle. Das heißt, das ist die Welle, die eben so hochinfektiös ist, dass sie dann am Ende wirklich so viele erwischt, dass man möglicherweise damit überhaupt aus diesem Thema rauskommt. Also, Karl Lauterbach hat da ja so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen und hat gesagt, es sei naiv, dass es mit dieser Welle vorbei sei. Also was ich glaube, ist, dass sehr viele Menschen sich mit Omikron infizieren werden. Da stimme ich zu. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Omikron nicht auch weiter mutiert. Und ich glaube auch nicht, dass nur weil ich mich jetzt mit Omikron infiziert hätte, dass meine Antikörper gegen Coronaviren länger als 6 Monate hoch sind. Mhm. Die werden genauso absacken wie auch bei den anderen Varianten. Es wäre ein Wunder, was ich jetzt heute nicht erklären könnte, wenn es anders wäre, wenn ich jetzt plötzlich lebenslang geschützt wäre. Und deswegen müssen wir erwarten, dass auch nach dieser Omikron-Welle neue Varianten kommen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch die Impfstoffe anpassen an diese neuen Varianten. Und ich weiß, das läuft. Also Firmen wie BioNTech machen das. Haben das schon angekündigt für März. Da laufen auch schon die ersten Studien. Genau. Da muss man eben mal gucken, wie effektiv das dann ist. Also Sie sagen, die Impfung nützt insofern, dass man mit dem Booster eine kleinere Gefahr hat, dass man schwer erkrankt. Ja. Aber die ganze Impfdebatte ist natürlich jetzt mit Omikron noch mal auf eine andere Grundlage gestellt. Ich glaube, man muss eben fragen, welches Ziel verfolge ich mit der Impfung? Wenn ich sage, ich verfolge das Ziel mit der Impfung, dass sich keiner mehr ansteckt, nicht erreichbar nach allem, was wir heute wissen über die Impfstoffe. Einfach nicht erreichbar. Wir hatten ja mal gedacht, wenn wir 2 Impfungen haben, haben wir es hinter uns. Es hat sich gezeigt, die Antikörper im Geimpften halten viel zu kurz durch, um ein lebenslang zu schützen. Und es hat sich eben auch gezeigt, das Virus ändert sich und läuft dem Impfstoff sozusagen auch noch davon. Wenn ich sage, ich möchte impfen, dann muss der Grund sein, ich möchte die Krankenhäuser freihalten und ich möchte die Leichenhallen freihalten. Also ich will schwere Krankheiten und Todesfälle vermeiden, die sicherlich auch mit Omikron kommen. Das heißt also, für Sie ist der Impfschutz, obwohl das natürlich auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist, da geht es ja beim Impfen immer darum, immer noch wiegt das stärker als dann letztlich dann der Nutzen, den man als Gesamtgesellschaft haben kann. Also zunächst mal gibt es ja Berechnungen, wenn man auch über Nebenwirkungen spricht, dass der Nutzen für die Menschen immer noch wesentlich höher ist als jede auch nur denkbare Nebenwirkung. Wir haben ja inzwischen Milliarden von Impfdosen schon angewandt. Und wenn es irgendwas Seltenes gäbe, das hätte man heute sehen müssen. Also ich glaube, wir können heute sehr gut sagen, dass diese Impfstoffe sicher sind. Also das heißt, für mich persönlich ist das Risiko sehr gering. Es ist nicht null, muss man zugeben, aber ich glaube, sie sind sicher. Und dann ist es eben eine Frage für mich der Solidarität, dass ich sage, ich möchte nicht irgendwie aus Gründen, die nicht sein müssten, schwer krank werden und Krankenhausbetten blockieren, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ich möchte dazu beitragen, dass möglichst wenig an diesem Krankheitsgeschehen in diesem Land passiert. 21 Millionen Menschen sind in Deutschland ungeimpft. Um mal das zu vertiefen, rechnet man die bis 4-Jährigen raus, bleiben 17 Millionen übrig. Rechnet man die Kinder bis 11 raus, bleiben etwa 14 Millionen übrig. Und es gibt immer noch ganz viele, die Bedenken haben gegen diese mRNA-Stoffe, gegen die Gentechnik. Die sagen, man weiß doch noch gar nicht, ob es nicht langfristig etwas verändert im Körper. Es gibt Berichte über Todesfälle nach Impfungen. Es gibt eben alle möglichen Bedenken und Ängste. Der Bundespräsident hat sich heute zusammengesetzt, auch mit solchen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Was sagen Sie den Menschen, die diese Ängste haben und die man offensichtlich dann 21 Millionen sind ja nicht so wenig oder 13, 17 ist ja eine Menge. Also wenn man über die Ängste spricht, weil eben die mRNA-Technologie neu ist, dann kann man dem antworten, dass diese Technologie seit etwa 2005 schon in den verschiedensten Labors der Welt erprobt und optimiert worden ist. Man hat nämlich in allen Firmen, die heute ein
Corona-Impfstoff machen, hat man damals Krebsimpfstoffe gemacht. Man hat also über 15 Jahre schon an dieser Technologie gebastelt und war deswegen jetzt so schnell, weil man das eben schon alles wusste. Genau, dann kommt der Einwand, aber ihr habt es ja noch nicht am Menschen in der breiten Fläche ausprobiert. In der breiten Fläche nicht, aber der Impfstoff, also mRNA-Impfstoffe sind schon an Krebspatienten angewandt worden mit guter Verträglichkeit. Deswegen konnte man auch so schnell weitergehen dann bei der Corona-Anwendung. Und die Statistik und die Daten, die wir ja alle haben, ich meine, es müssen ja Impfzwischenfälle müssen gemeldet werden, ja, sagen ja nach wie vor, da ist nicht viel. Und da sind Sie auch sicher und können diesen Menschen auch sagen, es wird auch nichts kommen, auch nicht in 10 Jahren. Also das, bei Impfstoffen sind normalerweise die Reaktionen schnell und nicht erst in 10 Jahren. Sie sagen aber auch, Impfung alleine wird uns, das hat bei unser letztes Gespräch, ich erinnere mich, Impfung alleine wird uns nicht aus der Pandemie führen. Wir müssen dahin kommen, dass man dann mit Medikamenten letztlich dann eine Erkrankung behandelt. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Frau Maischberger. Das wird auch der sogenannte Gamechanger sein in meinen Augen. Ich habe schon sagt, so viel, man wird vorsichtig, nicht wahr? Bei Gamechanger haben wir ein paar Mal gehört. Aber man hat das ja auch bei anderen Viren gesehen, dass man mit Medikamenten hat man HIV in den Griff gekriegt, man hat Hepatitis C in den Griff gekriegt, sogar kann man es heilen heute, also eine chronische Lebererkrankung, die zu Krebs und Tod führt. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir auch, wenn wir gute Medikamente haben, die wir früh in der Infektion einsetzen, das ist nämlich der Punkt, damit das Virus sich im Körper gar nicht so ausbreitet, damit es gar nicht erst die großen Schäden anrichten kann und damit der Infizierte möglichst früh auch nicht mehr infektiös ist, dass wir also auch einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus haben. Also wenn wir da gute Medikamente haben und Ärzte und Patienten lernen, damit umzugehen, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Fortschritt. Also der Bundesgesundheitsminister hat uns gerade gesagt, er hat eine große Menge von einem Medikament bestellt, das es jetzt geben kann, Paxlovid. Wann muss man das denn nehmen? Ist es dann so, ich kriege einen Infekt, ich teste mich, ich sehe, es ist Corona und dann schlucke ich das? Sofort, ja. Sofort. Das muss 5 Tage. Egal, ob ich Symptome habe oder nicht. Ich, also, sag mal so, im Moment ist die Empfehlung, es sollten Menschen einnehmen, die wissen, dass sie positiv sind und die einen Risikofaktor haben. Also nicht gerade jeder, ein gesunder junger Mensch, nicht unbedingt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich aber auch die Epidemie beeinflussen will und das Medikament ist gut verträglich, wäre ich sogar für eine breitere Anwendung. Aber es ist ganz normal, dass man die erste Anwendung erstmal in einer beschränkteren Gruppe von Menschen macht, die eben, wie gesagt, Risikofaktoren haben. Und da würde ich das sehr empfehlen, ja. Also Stand heute, wir reden jetzt über eine 4. Impfung. Sie reden von Medikamenten. Was glauben Sie, wird dann tatsächlich das sein, was, sagen wir mal, Ende des Jahres einen wirklichen Gamechanger ausgemacht hat? Also ich glaube, das wird eine Kombination von allen Maßnahmen sein. Natürlich sollte man nicht aufhören zu impfen und zu boostern, definitiv nicht. Und ich hoffe, dass man viele, die sich noch nicht impfen lassen wollten oder konnten, noch überzeugen kann, das zu tun. Aber genauso, glaube ich, ist ein konsequenter Einsatz. Es gibt ja nicht nur dieses Medikament, es gibt auch noch das Molnupiravir von der Firma MSD. Im Moment läuft die JP Morgan-Konferenz, wo alle Firmen sich untereinander austauschen. Da sieht man, dass auch andere Firmen beginnen, Medikamente gegen Corona zu machen. Und das stimmt mich eigentlich sehr positiv, dass wir vielleicht in einem Jahr doch deutlich besser dastehen. Und ob wir dann noch Masken brauchen, wird man sehen müssen. Also vielleicht kann man nicht alle praktischen Hilfsmittel fallen lassen, aber ich glaube schon, dass die Medikamente der Infektion viele Schrecken nehmen können. Ich habe eine einfache Frage, wann ist die Pandemie vorbei? Auch das wurde auf dieser Konferenz diskutiert und ein Teilnehmer hat gesagt, naja, also 5 Jahre müssen wir schon noch rechnen. What? Bis, also ja, 2 haben wir hinter uns, ne? bis die Menschen und das Virus sich noch ein bisschen besser aneinander angepasst haben, ja, also bis mehr Menschen ein bisschen immuner sind und das Virus vielleicht auch nicht mehr so schnell den verschiedenen Maßnahmen davonläuft. Ich meine, das ist ja auch das Tolle bei den Medikamenten, die greifen ganz woanders an als die Impfstoffe. Das heißt, da ist das Virus noch nicht mutiert und deswegen sind die auch so wirksam. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel war. Am Anfang des Jahres schon ertrage. Sie haben gesagt, noch 3 Jahre, bis aber nicht in dem Maße wie die letzten beiden, oder? Das würde ich erwarten. Ich würde schon erwarten, dass wir im nächsten Winter deutlich weiter sind. Das würde ich in jedem Fall erwarten. Und man muss ja auch sehen, wenn die Impfstoffe jetzt an die Varianten angepasst werden, halten sie dann auch gegen Infektionen länger wieder durch. Das kann ja alles sein. Nur wir haben die Daten noch nicht. Wir müssen auf die Daten warten. Wir führen hier gleich eine politische Debatte über das Pro und Contra einer allgemeinen Impfpflicht. Hätten Sie da ein Votum, wenn Sie gefragt werden? Also ich würde das für sinnvoll halten, weil wir, wie gesagt, nach wie vor noch so viele ungeimpfte Menschen haben, die unnötig sich selbst der Gefahr aussetzen, schwer zu erkranken. Und wie gesagt, ich sage, der Grund,
der Bundespräsident, der hat ja gesagt, also wenn man eine allgemeine Impfpflicht einführt, muss man so gut begründen können. Sehr gut, ja. Und meine Begründung wäre, schützt vor schwerer Krankheit, schützt vor Tod, aber ich würde die Impfpflicht nicht damit begründen, die Infektionen zu blockieren, weil da wissen wir inzwischen, dass das eben durch diese Impfstoffe nur eine gewisse Zeit funktioniert und nicht zuverlässig. Vielen Dank für die Klarheit. Zum Stand der Dinge Anfang Januar 2022. Herzlichen Dank, Professor Helga Rübsamschef. Gerne.